Hallöchen, herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei einer neuen Runde StarCraft 2 1 vs 1 gegen ein Protoss, gegen den Zealot auf der Plausicht LE. Im neuen Jahr natürlich mit mir, euren Hop. Tja, wir spielen wieder eine Runde. Der Multibär ist anscheinend immer noch nur im 2 vs 2 dabei. Alleine kommt da noch nichts weiter. Aber wir machen trotzdem weiter. Bin ein bisschen leicht erkältet, hab leicht Schnupfen. Aber es geht natürlich wie immer weiter. Gut, Lucky Punk kann man noch wünschen. Wir werden gegen Protoss einfach mal einen kleinen Push probieren. Mal gucken, wer sich dagegen schlägt. Hier werden wir hier scouten. Der zweite Overlord, der wird hier scouten, vielleicht für Nidus. Wir werden mit Ling Bailing eröffnen. Die zweite noch nehmen vorher natürlich. Also erst die zweite. Dann Gas, dann den Pool. Und jetzt nehmen wir mal die Echse. Ich guck trotzdem noch mal rein. Okay, jetzt hat es gesehen. Er blockt mir die Echse. Ich nehme mal dann hier vorne eine Echse. Ist mir egal. Nehme ich halt woanders eine Echse. Und freue mich meiner Dinge. Guck noch mal runter zum Pfeil, nicht dass er mich irgendwo Cannon rushen will. Er hat ihn abgebrochen, sehr schön. Könnte ich theoretisch einfach mal greedy sein und nehme gleich noch eine Echse. Oh, jetzt habe ich gerade wieder hochgedroht. Los, wir sind jetzt einfach mal greedy, komm. Minute 2, wir nehmen noch eine Hatch. Und wenn es nur Makro-Hatchen sind. Für Linge, dann ist das auch okay. So, da kommt alles jetzt zwar ein bisschen später, aber das ist nicht so dramatisch. Wir können ihn nur einfach ärgern. So, jetzt hat er die Information nicht richtig gelesen, ne? Konnte ja auch gar nicht, denn ich habe sie abgebrochen. Die machen alle hier vorne zu, die Protoss-Spieler, okay. Mehr Gas wäre echt gut. Habe ich aber nicht. Vielleicht hätte ich es einfach stehen lassen sollen. Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Adept und der Chrono boostet. Der Chrono boostet. Speed dauert halt noch ein bisschen, das ist das Problem. Wenn das jetzt schon durch wäre, dann wäre das gut für die Adepten. So sind es halt Slowlinge. Ich weiß gar nicht, ob so viele Baum braucht. Ich vermute mal eher nicht. Hochtecken für Nidus. Auf jeden Fall wurden seine beiden Warp Gates oder Warp Knoten Chrono boostet und da kommt noch als nächstes dann vielleicht Dropship zum Reinwarpen. Jetzt spawnen wir doch langsam die dritte. Und nehmen als nächstes dann nochmal den Mutterbau. In einem Spiel habe ich das schon genauso gespielt und habe klaglos verloren. Was ich eigentlich aufnehmen wollte, aber irgendwie wollte mir Rechner nicht. So, was macht er? Adepten. Nicht genügend Energie.
Es kommen anscheinend nur Adepten. Dann kommen bei mir halt nur Linge. Oder noch mit Dings, kann auch sein, ne? Immortals, okay, es ist das gleiche Spiel wie vorhin fast, das gleiche Bild. Das heißt, wir müssen uns so vorbereiten, da kommt ein dicker Busch nachher. Den werde ich wohl verlieren. Motorbau steht, dann kann ich hier noch ein bisschen Gas meinen. Motors nehmen. Overlord natürlich noch nehmen, ich bin natürlich noch besser. Upgrade nehmen, solange wir keine Overlords haben. Und dann Motors. Hat er schon eine dritte? Das wäre gut zu wissen. Generell wäre Creepspread geil. Da bin ich immer viel zu nachlässig. Dritte ist noch nicht vorhanden. Die Tees sind wir jetzt theoretisch auch abgesichert. Bauen noch mal ein paar mehr Drones. Und da kommt der Busch. Wie mir scheint. Er hat ja die Mutas gesehen, also müssen wir jetzt eh los mit den Muten. Warum ist denn jetzt der eine hier mit in der Gruppe drin? Wir müssen auf jeden Fall auf Hydros gehen. Hydra Roach und Upgrade. Und weiter hochdrohen. So, dann haben wir nur noch Mut, denn müssen wir mal vorgucken. Und auf jeden Fall noch die Echse hier nehmen. Und dann hier die Upgrades alle nehmen. Und Vespingas wäre halt geil. Der Schwarmcluster wird angegriffen.
So. Hydras. Und Roaches wären cool. Aber mal gucken. Hat er die dritte? Ne, dann nicht. Archons kommen. Hier steht erstmal nichts. Und jetzt halt kaputt stressen. Nebenbei alles wieder aufbauen. Und noch eine Armee vor allem aufbauen hierbei. Metamorphose abgeschlossen. Wo wollt ihr denn hin? Hallo, Drones? Alter, was ist denn hier heute los? Meine Drones machen, was sie wollen. Alles an Powern. Ich glaube, der wird dann gleich zu mir kommen. Oder wo ist er? Was macht er? Ah, wieder F2 gedrückt. Das muss ich mir noch abgewöhnen. Das ist diese dumme F2 gedrücke. Das ist so nervig. Overlords kommen doch, Jungs. Alles schick. Lurkerbau noch dazu nehmen. Gas wäre noch mehr geil. Nehmen wir noch mal 5000 Dinge dazu. Kann ich nicht, aber nicht genug. Müssen wir uns mal hier sammeln. Noch was Gutes hoffen. Ich kann es fokussen. Mutation abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wie viele Archons, ey. Der Schwarmcluster. Oh, das ist so OP. Oh, das ist so overpowered. Nee, eigentlich nicht. Jetzt habe ich keine Overlords mehr. Wo kriege ich jetzt Overlords her? Ja, mit den paar gegen die vielen. GG, würde ich ja sagen. Das habe ich noch verloren. Das war natürlich doof. Gut, der muss jetzt angreifen, ne? Der, die Mutter ist hier hin und her, wäre hin und her geflogen. Hatte bestimmt am Anfang bessere Ressourcenabbau. Ja, eigentlich nicht. Hätte ich nur verteidigen müssen, ne? Dann wäre das gut gewesen. Wert der Armee bauen wir gleich, aber halt diese Archons hier mit dem Splash Damage. Na gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi, euer Rob.